Deck. Das ärgert mich leider immer noch hart, dass ich die A-Tech so verkackt habe. Ich war wirklich der Meinung, ich hätte die Falle schon aktiviert. Und dann schmeiße ich die einfach weg und die andere ist natürlich Bottom Deck. Scheiße. Tut mir leid. Es tiltet mich leider noch so ein bisschen. Ein bisschen sehr. Salat ohne Feta ist kein Salat. Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich esse auch gerne Salat ohne Feta. Schlägst Butter und Eigelb auf. Salz und Pfeffern. Aha. Parmesan rein und bist basically schon fertig. Zwischen Nudeln rühren und noch etwas angebrannten Schinken. Und dann servieren. Butter, Eigelb, Parmesan. Plus Würzen. Klingt einfach. Das ist dann immerhin nicht so wie die dicke, fette, cremige Carbonara. Oh mein Gott, okay, das muss ich spielen. Sorry, Leute. Das muss ich spielen und dafür liebe ich den Job. Wir haben keine passende Equip. Aber wir haben 3-3. Das ist selten. Und wir haben auch leider Gottes ein Darkhold-Deck. Und mich schicken ja natürlich Raigeki ein bisschen mehr. Aber wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir kriegen, nicht wahr? Meine Devise. Klingt verdammt gut. Ich versuch's mir zu merken, aber ich habe auch schon bei den Streams öfter gesagt, hey, das ist ein gutes Rezept, das merke ich mir. Und ich habe die alle wieder vergessen. Ich habe mir die aber auch leider nicht nochmal aufgeschrieben. Ich glaube, Pegasus ist ja nochmal eine Crush Card auf Artek. Auch das wär's. Das wär's. Das würde mich ja sehr schicken. Ah, Schutz denn schwierig. Cosmo Queen Start trifft mich aber auch anders. Komm, das wird unter 3 Minuten, oder? 5, 4, 3, 2, 1. Naja, 2,59. Hallo Junso Plays. So, ja, ich bin jetzt gespannt. Ups, 3-3. 3-3, aber keine passenden Zauberkarten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe zum Glück alle meine noch drin. Bei mir ist zahntechnisch alles noch gut. Hui! Okay, das ist scheiße. Aber warum schmeiße ich den 900er weg und mache den 800er hier hin? Komm ich da drüber, bitte sag ja, ein Glück. Oh Gott.
Oh Gott, schrecklich, nein. Das ist ganz schrecklich. Attacke! Nein! Big Deek! Warum? Ich spiele dieses Spiel, Mann, das macht mich verrückt. Und es geht jetzt weiter mit dem Spiel. Wir machen Mysti, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, Baines. Es wird leider, ja, es wird leider kein unter 6 Minuten Rex. Rex spielt Basic Insect, ja. Hier will ich aber noch eine Sache tatsächlich machen. Weil ich jetzt gerade dabei bin. Ich brauche noch einen Zug, sonst komme ich nicht auf B. Oder wäre ich auf B gekommen? Ich weiß es nicht. Also jetzt Mecha-Leon. Jetzt kommt der Hurricane, ja. Jetzt kommt er. Hier, mach einen Fire Reaper. Okay, so viel Zeit haben wir jetzt eigentlich nicht verloren, aber es ist... Man hätte es besser machen können. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein B, ich hoffe für Beast Fangs. Wird mich ja schicken. Und außerdem grundsätzlich gute Drops. Mal sehen. Bitte, bitte, bitte. Ein Beastfang. Lavas, Dragon Zombie. Okay, ist leider nicht viel gutes Zeug dabei. Da muss ich jetzt ein bisschen... Wing Egg Elf. I guess Lavas können wir reintun. Phantom Ghost. Warte, Enchanting... Oh nein, das war ein Fehler. Was war ein Fehler? Wo ist mein Fisch? Enchanting Mermaid ist gut. Mach mal so rum. Das ist okay. So, die Zombie. Wir sind bei 4-3 immerhin schon. Shadi wird gönnen. Okay. Turtle habe ich gesehen. Das ist gut, ja. An sich nicht schlecht. Oh, bitte, bitte, bitte nicht Jirai Gumo. Bitte. One time, Weevil. One time. Ah, good thing. Thank goodness. Oh, thank goodness. Twin-headed. Let's go. Ja. Kernseife. Angriff. Oh, great white start. Sehr schön. Ziggy. Warum kommt der Alert nicht durch? Ich habe mich schon gewundert. Hallo Ziggy. Ich hoffe, es war noch schön. Mit Smash. Hallo zusammen. Falls ihr mich nicht kennen. Ah, ich bin Dr. Wurstpeter. Spiel Speedrun in dieses Spiel. Das nennt sich Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Es macht sehr viel Spaß. Wink, wink. Und wir geben unser Bestes. Wir hoffen einfach auf gutes RNG. Denn darum geht es in diesem Spiel. Außerdem ist es immer ein guter Zeitpunkt zu bobbeln. Leute, zeigt ihnen, wie es geht. Es ist Zeit zu bobbeln. Bobbel-Attacke jetzt. Chat, ihr schafft das. Ja. Ja, genau so. Weitermachen. Scheiße, Brady, was passiert? Scheiße, Brady. Die bobbeln alles. Ein A für Arlonway. Yes. Genauso. Herzlich willkommen, Raiders. Heißt die Leute alle herzlich willkommen. Kriegen wir was Gutes. Kein Jirai Gumo, aber ein paar andere nette Sachen. Die sind ganz niese. Weg damit. Enchanting Mermaid darf bleiben. Machen wir noch zwei weg. Moment. Okay. Dann Trial of Nightmare, aber da bringt mir nicht so viel.
Wir haben ganz viele Pflanzen jetzt. Das ist vielleicht keine gute Idee. Das wird aber passen. Mich stört, dass wir gar keine Beasts haben. Wirklich zero. Hey, mögt ihr alte PS1-Spiele? Seid ihr da so Fan von? Wenn ja, was ist so euer Lieblings-PS1-Spiel? Übrigens, Twin-Headed, let's go. FF7, das überrascht mich nicht. Tekken 3. Viele sagen, dass Tekken 3 das beste Tekken ist. Könnt ihr dazu stimmen? Grandia, super geil. Sehr basierend. Ah, Scheibenkleister. Natürlich kommt Mechanical Chase um die Ecke. Keine Ahnung, was Jade Cocoon ist, leider. Aber Croc ist doch bestimmt ein Begriff, oder? Komm, Croc ist doch ein Klassiker. Ja, natürlich, die ganzen Resident Evil-Spiele gehören auch dazu. Ist ja, ne, alles klassisch. Ich habe die klassischen Resident Evils aber nie gespielt, muss ich sagen. Kann mich damit leider nicht so identifizieren. 5 war mein erstes und das ist schon schwierig. Ja, ich komme drüber, alles gut. Digimon World, ja natürlich. Was Taifu ist, habe ich noch keine Ahnung, was Taifu. Upsala. Keine Ahnung, was Taifu ist. Moral Combat ist es auch, ja. Das ist auch ein moralischer Kampf. Mit etwas deeperer Story und Voice Acting. Ah. Ich hab die besten Resis verpasst. Hey, ich habe das Remake von 2 gespielt. Komori Dragon sehe ich. Kurz überlegen, was ich rausschmeiß. Ich glaube, ich schmeiß nochmal ein paar von denen raus. Haben wir Lavas? Lavas sag ich schon. Garvas gekriegt. Nein. Tu ein Faithbird rein, das sollte reichen. Aber wir haben nochmal 2 Dragons. Wir sind bei 6-3. Und das bei Keith. Die Demos sind in den Zeitschriften. Oh ja. Das ist... okay, ich verpasse die Chance, Lavas zu machen. Warum ich gerade das Feuerding habe stehen lassen, ist für mich auch ein Rätsel. Aber 2-1, los geht's. Tomb Raider 1 bis 5. War 5 auch auf der... PS1? Noch? Das ist sehr gut. Wir haben Twin-Headed online. Dann GTA 2 erinnere ich mich auch noch so ganz leicht. Aber ich habe ja viele der PS1-Spiele gar nicht mal wirklich gespielt. Ich meine, sonst hätte ich das ja gespielt. Mein erstes war Disney Hercules. Das ist übrigens Enchanting Mermaid. Die macht doch hier eine, oder? Ich habe wirklich nur wenig Spiele für die PS1 besessen. Lass mich mal kurz überlegen. Disney's Hercules. Dann gab es ein Spiel namens Rascal. Das habe ich nie verstanden. Das war richtig komisch. Was gab es noch? Bomberman Fantasy Race. Weiß auch nicht, warum ich mir da was Komisches rausgepickt habe, aber ich hatte es. Was habe ich noch auf PS1 gespielt? Bubble Bobble 3, oder wie hieß das? Bust a Move 3? Die Bust a Move 3 war das. Silent Bomber sagt mir nichts. Ape Escape auch nie gespielt. Ich glaube, ich hatte nur 5 oder 6 Spiele für die PS1. Weil ich mich mehr zu Nintendo hingezogen gefühlt habe als PlayStation. PlayStation fing bei mir erst an ab PS2. Wo dann so Sachen wie Devil May Cry 3 und Kingdom Hearts rauskamen. Da war ich dann on board irgendwann. Zusammen mit Disney's Magical Racing Tour. Das habe ich nicht gespielt. Das kenne ich nicht. Need for Speed Underground 2. Ich habe Underground 1 und 2 gespielt. 1 habe ich durchgespielt, weil ich das schön linear fand. Als dann 2 kam mit diesem ganzen Open World Kram, da habe ich dann weggeschaltet. Das war nicht meins.
Auch Harvest Moon habe ich nie gespielt. Ich höre das immer nur wieder, aber habe ich mich noch nie dran getraut. Übrigens, Dragon Zombie und, oh, okay, auch noch ein Thunder. Mystic Horseman. Die Zombie. Fire Reaper will ich definitiv dabei haben. Was habe ich denn hier eigentlich noch? Secretary of the Secrets kann raus. Nehme ich einen Blue Wing Crown? Ja, nehme ich. So, wir haben also noch einen Dragon Zombie. Wir haben noch einen Thunder. Wir sind bei 7-4. Aber immer noch ohne Equip. Kingsley Adventure sagt mir auch nichts. Ich müsste mal die Spielbibliothek nochmal durchgucken von PS1. Dann kann ich vielleicht noch sagen, was ich sonst noch besessen habe. Vielleicht, eventuell. So, 3 Fusionen drin. Ich muss anfangen, die zu zählen. Medieval hatte ich nicht. Nein. Wie gesagt, es waren nur so 5 oder 6 Spiele. War nicht viel. Skull Monkeys? Nee. Nee. Ja, Castlevania Soten war natürlich auch rausgekommen, aber habe ich auch erst nachgeholt. Gran Turismo habe ich gespielt. Doch, ja. Gran Turismo. Von Jono schon erhöht? Ja, so erhöht. So semi. Sag mir bitte, du kennst Soul Reaver. Irgendwas sagt es mir, aber ich glaube, das hatte ich nur kurz auf dem PC gespielt. Ich glaube, da gab es einen PC-Port. Und das fand ich nicht so schön. Kein Silent Hill jemals gespielt, habe ich. Hab niemals Silent Hill gespielt. Auch, oh Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid. Hier kommt ein wirklicher Downer. Ich habe noch nie Frontschweine gespielt. Und das soll ja auch so ein Kultspiel schlechthin sein. Digimon World hatte ich ausgeliehen bekommen und dann hatten wir uns gestritten und hat es mir einfach wieder weggenommen. Das erste Rayman hatte ich nicht. Das erste Rayman habe ich auf GBA gespielt. Yamatano, Umi und Oscillo Hero. Da sind gute Sachen bei. Kurz überlegen, war die... Ja, Zone Eater raus. Dann tue ich die 2 noch raus. Und ich glaube, Umi kriegt definitiv langsam Platz. Ich lasse Wild Germs noch drin. Leider keine Equip. Aber 8-5 ist schon mal ein guter Split. Sehr, sehr gut. Oh, das ist auch sehr gut. Bitte sag, dass du Wild Germs nimmst. Du nimmst nicht Wild Germs, okay. Aber ich weiß, dass Queen of Autumn Leaves Wild Germs nimmt. Guter Start. Okay, schlechter Follow-up leider. Ich habe auch immer noch keine Beasts, was ein bisschen traurig ist. Die gemeinen Deutschen, ganz genau. Die viralen Deutschen. Catapult Turtle Start, finde ich gut. PS1 aber ging Kugellager kaputt, als ich CD rausnahm. Seitdem ging dann nichts. Oh Gott. Uiuiuiui. Worms Armageddon, auch ein Klassiker. Das hatte ich auf PC. Habe ich auch immer noch auf der Steam Library. Guys, lass uns das mal zocken. Komm aber, Lavas und Wing Egg Elf kann ich auch mal langsam rausschmeißen. Die mir jetzt mal gerade so einfällt. Was liegt denn da? Queen. Okay, ja. Mein Lieblingseis als Kind. Aber das hat sich heute nicht verändert. Ich bin halt der Süßi-Boy, also Schokolade. Ich bin einfach der Schokoladentyp. Es geht nicht anders. Muss ich eine Eissorte-Tierlist machen? Oh Gott. Ach, was ich nicht alles noch machen muss. Ja, hast du auch schon gesehen? Okay. Ja, wir haben schon kurz einen Live-React gemacht zur neuen Bandlist. Das reicht mir. Mir reicht, dass Hulky Band ist. Und ich um 4 Euro ärmer wurde, weil ich das natürlich gekauft hatte. Aber mein nicht Band. Das ist das Schlimmste überhaupt, dass Mystic mein nicht Band ist.
GCG sagt, jo, Mystic Mine, alles cool. Lass mal drin. Unlimited. Kein Problem. Book of Secret Farts. Wir haben InviWire. Wäre schön. Vielleicht funktioniert's ja. Warte, ich bin Wing Egg Elf. Moment, Wing Egg Elf und Lavas raus. Himuriko rein, Invi rein. Wing Egg Elf. Okay, pass auf, einen können wir drin lassen. Spellbook of Judgment wieder zurück. Ja, da kann ich mir auch vorstellen. Ich kenne auch eine Person, die freut sich darüber, dass es vielleicht wieder da ist. Weil Germ A-Tech. Ich werde es wahrscheinlich... Ah, ich weiß nicht. Da kommt jetzt Epikuri-Box. Nein, tu mir nichts. Ah, nein. Sorry. Das war zu krass. Okay, das ist scheiße. Ich weiß nicht, ob das die gute Idee war, die ganzen Drachen jetzt hier alles zu verwenden. Ja gut, ich hätte eh nicht gut nachgezogen. Wir schmeißen einfach weiter alles weg. Amazon of the... Okay, ich wusste nicht, dass das irgendwas ergibt. Aber hier sind wir mit Amazon of the Seas. So, Dark Hole wäre jetzt auch ganz nice. So. Faceless Mage. Umi, ich hätte jetzt ja schon fast ja gesagt, aber nein. Umi rettet mich hier leider jetzt nicht. Das ist eine Fake Trap, das ist auch schlecht. Sind hier jetzt zwei Faceless Mages? Darkhold? Nee. Ich würde mich darüber ja gern ein bisschen mehr freuen, aber das tue ich leider Gottes nicht. Es ist der Doppel-W, so ist es. Das Problem ist, A-Tacken kann ich jetzt auch sowieso nicht mehr. Aber jetzt kommt Raigeki. Logisch. Ja, jetzt geht's eigentlich nur noch ums Gewinnen. Gewinnen wäre nämlich sehr, sehr schön. Das ist in der Richtung zumindest schon mal eine gute Idee. Frage ist, überleben wir das trotzdem noch? Wenn Raigeki spielt, gewinne ich vielleicht trotzdem noch? Wenn er noch einen zweiten hat? Du da nicht, okay. Du da nicht, sehr schön. Perfekt, based. Ah, ich habe immer noch meine Maschinen drin. Ich fasse es nicht. Ich vergesse die auch noch rauszutun. Das ist jetzt weniger gut. Du machst wahrscheinlich nur Mystical Elf, oder? Ja, bringt mir leider nichts. Jetzt gerade nichts. Vielleicht ziehe ich einen Stein. Das wäre schön. Kommt noch der MBD-Top-Deck. Ja, das, danke, Basti. Ich finde es schön, dass du mir Mut machst. Sehr nett von dir. Okay, wir gewinnen. Junge! Was für ein Kampf! Wir sind technisch gesehen immer noch im Minus, aber zu welchem Preis? 2 Minuten verloren. Aber ich glaube, Wing Egg Elf kann auch mal langsam raus wieder. Doch, ich glaube, das war keine gute Idee, das mit reinzupacken.
GG, ich meine, kannst du gern machen, warum nicht, Kleiner? Okay. Ja. Ah komm, da will ich mich jetzt mal nicht beschweren. So, raus mit dir. Raus mit dir. Irgendwas anderes noch. Ich komme mir noch ein paar von denen hier raus. Ich habe mich doch darüber beschwert, dass so wenig... wie viele Steine habe ich eigentlich? Wenig. Dann mache ich ein paar von den Beasts vielleicht rein. So ist gut. Und wir haben Baby Dragon, yes. Perfekt. Warum ich das so gemacht habe, weiß ich nicht, aber wir haben es so. Hast du schon mal überlegt, dass du das Problem bist? Ich bin perfekt, was meinst du? Du hast Basti gemeint. Ja, du hast nur du geschrieben. Woher soll ich das denn riechen? Basti, kann das sein, dass du das Problem also nur am Ende eines Speedruns darf, weil noch so viel schief laufen kann? Ach so, meinst du, dass das jetzt ein schlechtes Omen ist oder sowas in der Richtung? Ich glaube da nicht dran. So, und wenn ich richtig liege, habe ich alles für BCD schon gemacht. Hallo, Schaf. Einfach Wurst geworden vorgestern. Es ist eine Menge passiert am Samstag, ja. So viel kann ich sagen. Hallo, Bouncer. BCD, ja, ein Rang, der entweder B, C oder D ist. Das ist wichtig, denn Isis kann auf BCD gute Sachen droppen, genau. Hier, B. Das wollen wir. Wir wollen B. Gott, meine Nase juckt. Nein. So, anything? Elf Slide. Ein Drache. Einer. Ein Drache, 12-6, 2 Umi und ein Traum. Also, Zeit zum Bobbeln. Invisible Wire bringt mir leider nichts. Sehr schön. Sehr schön. Das wird clean. Ich denke, das wird sehr clean. Okay, ich wusste nicht, dass der rauskommt, okay? Akzeptiere ich trotzdem. Ah, jetzt ist es Vermilion Sparrow. Weiß aber auch nicht, wo ich da jetzt was... Egal. Sub 30 World Tournament. Stark. Jetzt nur noch Equip. Dark Energy, let's go. Und dann sind wir bei 12-7. Da fehlt aber wirklich nur noch die Equip.
Keine erste Trap Wall, schade. E-Maze. Ah, Firegrass hätte ich nicht raustun sollen. Ups. Ach, Mann. Ja, dann Firegrass wieder rein. Wo ist er? Erstmal Firegrass wieder rein. Ich glaube, 13 oder 14 bin ich jetzt. Auf jeden Fall genug. Nur noch die Equip ist wichtig und dann können wir A-Taggen. Das ist nicht die Karte, die ich brauche. Wild Jumps bringt uns leider nichts. Ich wüsste aber auch nicht, welche andere Equip wir benutzen könnten. Ich habe aber da jetzt auch ehrlich gesagt nicht drauf geguckt. Aber die Frage ist, kriegen wir einen Three-Turner hin? Das Spiel wollte mir etwas sagen. Okay, ein Three-Turner ist möglich. Ja, passt. Ascht. So, 4 Minuten im Minus bei Mage Soldier raus. Das ist eine verdammt gute Zeit. Aber ich brauche die Dark Energy. Yes, 2 Stück. Nice. Sonst irgendwas? Eher nicht. Okay, dann baue ich jetzt um. Oh nein, was habe ich rausgetan? Nee. Dragon Zombie Fire Reaper. So. Invisible Wire. Ich habe auch keine Anlass. Okay, ich habe einen Thunder aus Versehen rausgeschmissen. Doch, okay. Irgendwas vergessen, ich hoffe nicht. Alles klar, Betsy. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Frage ist, habe ich die Dark Energy jetzt auch reingetan? Boah, ich hoffe. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Irgendwas habe ich jetzt nicht richtig gemacht. Da ist Umi. Umi brauche ich sowieso. So, Falle ist aktiviert.
Tori Box stark. Babydrache, ja, du schaffst es. Oh mein Gott. Nicht, was ich wollte. Aber hier ist die Dark Energy. Das ist gut. Falle ist aktiviert. Equip ist aktiviert. Zauberkarte liegt. Babydrache, nein. Banlist gesehen? Ja. Haben eine kurze Live-Banlist-Reaction gesehen. Wild, dass Mystic Mine immer noch untouched ist. Mehr kann ich sonst nicht sagen. Aber das Red Reboot auf null geht. Das kam auch aus dem Nichts. Also da hätte ich mit allem gerechnet, aber damit nicht. Machen so rum. Ich glaube, das geht. Weiß auch nicht. Eieiei. Ah, siehst du, da habe ich auch einen Fehler gemacht. Aber das ist okay. Das ist okay. Ja, und für die Boomer wieder Cyberjar auf 1. Aber sonst vieles. Ja, dass der Chris from Bun kommt, das überrascht mich nicht. Ja, dich mache ich kaputt. Also für mich, ja, exakt. Ich Spellbook of Judgment wieder auf 1. Ist doch schön. Wir machen einen Zug noch extra. Komm. Boomer spielen Yu-Gi-Oh! Ja, aber altes Yu-Gi-Oh! Denn das neue Yu-Gi-Oh! Das ist ja gemein und hat viel Text. Oh Gott. Das clear ich doch, oder? Besser nochmal nachgucken, aber es sieht gut aus. Mystic Mine klingt gar nicht so fies. Schwierig! Ah, schwierig. Perfekt, weiter geht's. Weiter. 2 Megamorph waren mindestens drin. Jetzt geht's los, Chat. Es ist soweit. Es ist soweit. Das sah echt gut aus. Jetzt ist Speed angesagt. Also. Wenn das es nicht wird, also dann werde ich aber ganz, ganz traurig. Ich darf nur keine Fehler machen. Reden wir später drüber. Jetzt ist erstmal, ja, Storytime angesagt. Aber in diesem Run kann ich believen. Zwei Megamorph. Ein Drache noch. Sonst aber nichts Starkes dabei. Megamorph rein. Stark. Geben wir Gas.
2 Seeking Dragon. Finde ich gut. Eigentlich könnte ich anderen 2 Dragons wieder mit reinnehmen. Ich werde das aber später ändern. Perfekt. 2x 3 Turns. Sehr schön. Na, scheiß auf BCD. Ich werde jetzt keine BCDs machen. Fast 6 Minuten im Minus. Das sieht gut aus. Sehr, sehr gut. Noch mehr Umi. Das ist perfekt. Alles klar. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Der gewinnt, der gewinnt. Die Dragon gewinnt. Hätte ich gar nicht mal machen müssen. Was trotzdem. Sapau. Okay, das ist weniger gut. Das ist kein Sapau mehr. Gut, damit habe ich jetzt leider nicht gerechnet, dass der so stark ist. Leider ein Fehler unterlaufen. Nicht schlimm. Können trotzdem noch Sapauen. Aber nicht, wenn du weiter so spielst. Nicht schlimm, immer noch SA-Pau theoretisch. So viel Schaden haben wir nicht gekriegt. Alles gut. Ist ja alles im Rahmen. Alles im Rahmen. A-Rang. Und jetzt die Metal Dragons nicht verpassen. Falls ich welche kriege. Nichts gekriegt. Leider nicht gut alles. Leider nicht gut. Wir müssen mal gucken, womit der startet. Das ist noch wichtig zu wissen. Das ist... Sanga, okay. Irgendwas, was 3-2 macht. Das wäre halt Twin-Headed. Oder so. So, damit schlagen wir auch einen MBD. Ja, ich weiß, ich habe den Neptun geleakt. Das ist eigentlich dumm, aber... Für das, was halt sonst noch kommen kann. Das ist wichtig. Eigentlich hätte ich den auch schon in Jupiter lassen können. Siehst du? Ah. Das ist okay. In 4100 nehmen wir. So, da liegt jetzt ein B-Skull. Schöner Top-Deck. Wow.
Okay. So, jetzt Desert in der Hoffnung, dass wir noch Thunders kriegen. Noch irgendwas? Nein. Und wir haben alle drei... Wir haben die Umi definitiv schon drin. Sehr gut. Ah, gar nicht gut. Ich lasse den Baum hier stehen, das ist in Ordnung. Mysti, nein! Sie ist tot. Ja, wir sind wieder im Verschwendungsland, so sieht's aus. Sword Arm of Durgen. Hallo. Ja, wird leider ein BCD. Macht man nix. Macht man nix. Gott, ich freue mich, dass wir zwei Megamorph haben. Das ist auch schon gefühlt eine Ewigkeit her. So, weiter. Nein! Schon wieder so hässlich. Ach, gibt's nicht. Komm, Umi. Ah, ich hab doch Umi in der Hand. Was mache ich denn? Warum hast du die Wand stehen lassen? Ich konnte nicht angreifen. Ich war zu schwach. Oder war ich zu stark? Nee, ich hatte doch keine... Außerdem musste ich sowieso auf Lethal gehen, also ist es eigentlich egal. Anything? Dragon Zombie. Oh, und da war ein Thunder bei. Sehr gut. Das heißt, ihr zwei raus und die Zombie rein. Perfekt, ist doch super. Ja, genau. Jetzt ist erstmal Fokus. Ich schalte noch früh genug auf Emote Only. Ist nicht schlimm. Ah. Spiel richtig, bitte. Zeit für Schattenreich. Genau, ich schicke euch alle ins Schattenreich. Okay. Ja, das war eh schwierig. Das war eh schwierig. Trotzdem noch eine gute Zeit, das ist kein Problem. Ja, nehme ich, ist okay. Einmal minus 7. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Wollen wir mal sehen. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Gehen wir los. Baby Dragon. Ich habe genug Dragons, wirklich. Mehr Thunders, wenn dann. Ja.
Die Wicked Dragons können auch sehr gerne mal raus. Also. Was ist der Start? Das ist ein guter Start. Ich fürchte, jetzt kommt Empress Judge. Oder noch ein Judgment. Das wäre das Schlimmste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ein Empress. Okay. Woo-wee. Woo-wee. Time for the Chonka to come home. Aber ein Curse of... Der ist okay. Also kann ich einen der Wicked Dragons rausschmeißen. Und Blackland tue ich auch rein. Nicht, was wir wollten, aber es ist okay. Es ist noch okay. So, wir gucken, was wir jetzt starten. Nichts davon ist gut, leider. Ich lasse ihn im Angriff. Ich hoffe aufs Beste. Komm, Gaia Dragon Champion. Scheiße. Es ist nur Beastgirl, das geht. Ich muss nur gut nachziehen. Das ist fast gut nachgezogen, wirklich. Komm, ein Thunder. Ein Thunder und alles ist gut. Ein Thunder nur. Ja, das ist gut. Besser als alles, was ich erwarten könnte. Komm, ein Thunder. Yes. So, Beastgirl stehen lassen für... Du weißt schon. Magic Lock. Das ist noch ein Sayario, sehr gut. Mehr Thunders ist kein Thunder. Leider nicht genug. Man muss sich ein bisschen nachpullen. Vielleicht werde ich noch Dingen spielen. Sonst Sayario, okay. Chat, erklärt mal Magic Lock, bitte. Ich kann jetzt gerade nicht. Ich bin beschäftigt. Okay, jetzt runter auf Gaia Fierce Knight. Gut, gut. Gut, du. Perfekt, jetzt können wir clearen. Nächster Turn Umi, könnte ich mich sehen. Je nachdem, wie viel am Pressure wir jetzt tatsächlich aufbauen können. Ja, das ist gut. Yikes, aber wir haben Umi. Das müsste uns theoretisch... Siehste, Umi ist genau der richtige Play. Der Top-Deck ist tatsächlich nicht schlimm. Haben wir Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt. Boah. Meine Güte. Aber wir verlieren ein bisschen Zeit. Okay, jetzt ist er runter auf Empress Judge. Jetzt sollte alles clear sein. Es war anstrengend, aber es war alles doable. Alles super manageable. Sehr schön. Haben wir gut gemacht, Chat. Haben wir gut gemacht. Oh, Junge. Es ist ein Time Loss, den nehme ich. Das ist okay.
Gehen direkt weiter. Gucken wir, ob wir vielleicht sowas wie Kaioshin gekriegt haben, damit wir noch so ein paar Tier 1 Strengths ersetzen. Einen haben wir gekriegt. Da ist der letzte Wicked Dragon, der kommt raus. Weiter geht's. Umi brauchen wir. Theoretisch hätte ich Umi jetzt aktivieren können, to be honest. Ja. Okay, Nekogal ist noch doable, alles cool. Nicht, was ich wollte, aber das, was ich bekomme. Immer auf Neptun. Hinterher passiert noch ein Unglück. Nicht, dass ich will, aber das, was ich bekomme, nicht wahr? Machst du nix. Machst du nix. Jetzt ein Thunder Draw. Kriege ich den eventuell? Nee, kriege ich nicht. Dann toss ich mal ein bisschen mehr. Hier verliere ich leider echt nochmal ein ganzes Stück an Zeit. Die vermisse ich jetzt leider, Gott, die Thunder Draws. Aber Megamorph regelt alles. Sechs to win. Okay. So, wir haben jetzt die eine Stunde Marke erreicht. Ist kein WR, aber ich glaube, das ist jetzt für uns gerade mal nicht so wichtig. Lala, sehr schön, sehr schön. Dann kaufe ich gleich noch ein Thunder und dann können wir weitermachen. Okay, das ist unser Start. Nicht der beste Start, aber das ist den, den wir jetzt nehmen müssen. No fear. Okay, es ist nur die große Motte. THGD und Equip. THGD Equip. Nice. Ich halte Umi auf der Hand. Für Safety Saves. Es ist besser, jetzt clean runterzuspielen. Wir haben schon Gate Guardian Top Deck gesehen. Es kann Pugum Top Deck immer noch kommen. Wollen wir nicht. Ah, das ist perfekt. Umi für den Safety Safe. Alles geht. Alles gut, alles gut. Können natürlich auch noch Risky weiterspielen. Aber so haben wir es auf jeden Fall sicher drin. Ja, der Low Mage war halt nicht schön. Aha, siehste. Da ist sie. Da ist sie. Die kleine Pissnelke. So, das müsste Lethal sein.
einen Thunder eben noch kaufen. So. Umi, 4 Equips. And a dream. Ich weiß, das macht nichts, aber ich ziehe jetzt ein. Ist okay, wir machen's so. Krieg jetzt einmal auf die Schnauze, ist okay. Ich ziehe einen Drachen. Ich ziehe einen Drachen. One Dragon. Das gibt es nicht. One Dragon. One Dragon. Das war klar. Aber hier reicht ein Twin-Headed. Twin-Headed, let's go. Twin-Headed. Das reicht leider noch nicht. Ich mache einen normalen Twin-Headed, das ist okay. Und da habe ich ein bisschen Respekt vor, was da liegt. Genau richtig so. Noch einer? Okay. Vorsichtshalber immer gucken. Tafelwasser löse ich nachher ein. Falls ein Willi kommt, mach mal später alles. Thunders. Perfekt. Bester Thunder, den wir kriegen können. Sehr schön. Perfekt. Jetzt ist kein SA-Pow mehr, aber das ist mir jetzt relativ Wumpe. Okay, Sebek. Launcher Spider-Start. Ist mir ganz recht. 1500 und dann sind wir lethal. Dann ist alles cool.
Ja, perfekt. Doppel-Launcher-Spider. Mhm. Soa brauche ich nicht. Ich brauche keinen Soa. Ich habe alles, was ich brauche. Auch kein Tier 2 Dragon. Und nur Thunder, alles gut. Ja. Ich weiß nicht, warum ich alles getostet habe. Das war vielleicht nicht gut. Wir werden sehen. Jetzt nicht maximiert. Skull Knight. Standardstart. Gucken, was er zieht. Okay, wir können das noch gewinnen. Das Double Skull Knight im Prinzip. Okay, Dark Magician. Mhm. Ja, so, nicht so machen. Nicht so. Nicht so. Mach nicht diesen. Mach nicht den, den du glaubst, den du machst. So, ich lasse Umi hinten stehen noch. Okay, gut umspielt. Alles gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist in bester Ordnung. Mal runter auf Karzogen. Wunderbar. So, deck jetzt Umi auf. Wenn er jetzt Yami spielt, habe ich gewonnen. Perfekt. Game. Noch 4 Stück. Irgendwas, nichts Interessantes. Geht direkt weiter. Instant Win, sehr schön. Haishin ist tot. Gas, 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 Gas. Auf die Tube drücken. Was geht, Guardian? Einfach THGD machen. THGD und schön ballern, 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 ballern. Yes. Unser Twin-Headed, der zweite, wird leider Gottes jetzt draufgehen. Finde ich auch nicht schön. Aber hat gute Arbeit geleistet. Mach's gut, Soldat. Zweiter GG. Ist okay. Das heißt, in 2 Turns gewinnen wir. Theoretisch. Oder wir geben auch so. Ehre, Megamorph. Ehre, Ehre. Das einzig Schlechte für Seto 3 ist leider nur, dass wir keine Removal Spells haben. So gar nicht. Leg ein Monster Face Down. Leg ein Monster Face Down. Spiel Umi. Ich weiß was, Spiel Umi. Spiel sagt Spiel Umi, Spiel Umi. Drei Stück noch.
So, jetzt wird einmal richtig hart. Ein von zwei richtig harten Leuten. Es geht los. I will eliminate you. Ich glaube nicht. Hier zwei Dragons. Egal, weiter. Doppel-Megamorph, los! Scheiße. Okay, alles raus, alles raus. Blue Eyes Ultimate, komm, er wird kommen, er wird kommen. Es ist sonnig in Ägypten. Dark Hole. Nichts. Schrecklich. Spiel Back Row. Spiel Back Row. Yes. So, Dark Hole, jetzt. Ah. Spiel Back Row. Scheiße. Lass uns auf Gate Guardian, ne? Schwierig, 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 schwierig. Bitte, bitte, bitte zieh mir was Gutes. Ja, Dark Hole muss es jetzt sein. Dark Hole muss es sein. Und er muss etwas mit weniger als 3-5 spielen. Weniger. Bitte, 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 bitte. Weniger. Es spielt Packrow. Sehr gut. Es ist eine Widespread. Das ist noch winnable. Alles winnable. Das ist ganz nach rechts gegangen. Das ist schlecht. Sehr gut. Ja, das ist okay. Ich opfer einen von ihnen. Alles für die Sache. Aber schön, noch einen zweiten Megamorph zu haben. Ist gut. Ja, das Gate Guardian ist der zweite. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Gehe ich auf Nummer sicher? Warum nicht? Okay, uns kann nichts passieren. Warum macht das nur Thunder Dragon? Das ist nicht, was ich wollte. Irgendwas verpasst? Wahrscheinlich. Egal. Kann er angreifen, ist okay. Wäre eh kein Win gewesen in dem Turn. Aber der erste ist jetzt. Wahrscheinlich jetzt irgendwo verguckt. Ist egal. Zwei noch. Habe ich wahrscheinlich jetzt irgendeinen Fehler gemacht. Ich habe gerade in dem Moment wahrscheinlich nicht richtig hingeguckt. Nicht schlimm. Wir sind im PB-Pace und es sieht gut aus. Und dafür, dass der Start relativ rough war, haben wir uns gut rausgekämpft. Ich bin zuversichtlich, hier wird noch was passieren. Natürlich bringt er nichts.
RS, danke für deinen Sub. Das ist gut, das ist gut. Twin-headed, twin-headed, twin-headed. Twin-headed reicht, wunderbar. In Mond, das besiegt sie nämlich. Rauf. Guter Start bisher. Sehr schön. Das ist auch sehr gut, dass der Win definitiv. Ja, schneller, 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 schneller. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, Sub 1.20 wird es leider nicht mehr. Ich glaube, dafür habe ich den Fehler bei Seto 3 gemacht, aber ist okay. Uncle Jim, mach dich mal bitte groß. Ist eigentlich egal. Komm, 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 komm. Hätte ich gar nicht machen müssen. Das ist Red Eyes, wunderbar. Ja, Labby Mage und Seto 3 waren ein bisschen zu lang, leider. Torike, mein Gott. Finale, let's go. Auch kein Komori Dragon, ist alles okay. Firox, danke für dein Sub. Oder was, RS oder Firox? Ich guck nicht später nach, komm, Firox war's. Alles klar! Beep, beep! Beep, beep! Let's go! Und was ist es? Oh, guck mal, es ist sonnig. Es ist sonnig in Ägypten. Was sagt man dazu? Aber richtige Götterhand, die ich da gerade gekriegt habe. Guck mal, Blue Eyes Ultimate. Ja, weg mit dem Müll. Aber ganz schnell. 4-4. Lass mich schnell kalkulieren. Pugem. Okay, ich habe 4-8. Das heißt 1-3. 3-1 brauche ich. Okay, das reicht leider noch nicht. Reicht leider noch nicht. Ich gewinne erst im nächsten Zug. Trotzdem sehr solide. Sehr, sehr solide. Hast du den Dachschaden? Ja, das ist die nächste Frage. Die stelle ich jetzt, ne? Time. Alter Schwede!